Frühling 2024 auf dem Münchner Windtierfriedhof in Neuhausen. Überall blühende Farben und Leben. Das christliche Auferstehungsfest Ostern steht vor der Tür. Wie eine kleine Sonne leuchtet das Familiengrab der Familie Wepper aus dem jungen Grün hervor. Ganz zu unterst in der Reihe der Namen finden wir Elmar Wepper, der erst vor 5 Monaten verstorben ist. Und drunter ist noch ein Platzerl frei. Für den Bruder Fritz, der jetzt schon bald hier dazukommen wird, denn auch er ist nun gestorben. 2 Brüder, 2 Gesichter, die die bayerisch-deutsche Film- und Fernsehlandschaft so geprägt haben, dass es für einen im Land aufgewachsenen eigentlich unmöglich ist, sie nicht zu kennen. Sie waren Helden im Alltag, Retter des deutschen Feierabends mit typisch deutschen Krimis oder behaglichen Familienserien. Wenn es aber darauf ankam, konnten die beiden Brüder noch viel mehr. Man muss nur einmal die großen Filmwerke Die Brücke oder Kirschblüten gesehen haben. Der Verlust eines Menschen kann einen innerlich kreuzigen. So ist es Fritz Wepper mit dem Tod seines Bruders Elmar ergangen. Erschüttert und beinahe stammelnd fasste er es in die Worte: Es ist schwer anzunehmen, momentan nicht in weitere Worte zu fassen. Dieser seelische Verlust ist durch nichts auszugleichen. Als der Elmar zur Welt kam, war ich 3 Jahre alt. Ich dachte erst, es wäre eine Puppe. Meine Mutter sagte, das ist ein Brüderlein. Ich habe gefragt, bleibt er jetzt immer bei uns? Als die Mutter das bejahte und ich begriffen hatte, dass er mein Bruder ist, habe ich ihn nicht nur gemocht. Ich habe ihn geliebt. War es diese Liebe, die die Brüder nun wieder so rasch zusammenführt? Anders gefragt, warum soll es eine solche Liebe nicht geben? Was die 2 Wiedervereinten jetzt wohl miteinander veranstalten? Als Buben hatten die beiden einen großen Traum gehabt, die Modelleisenbahnlok Krokodil. Damals unerreichbar für sie, weil sie 100 Mark kostete. Im Himmel steht der großen Vergnügungsreise im grünen Kindheitstraum nun sicher nichts im Wege. Wenn ihnen aber nun nichts dazwischen kommt, man munkelt, unser bayerischer Ministerpräsident hätte die 2 nun zu bayerischen Schutzengeln ernannt und ihnen die Ernennungsurkunde mit päpstlicher Hilfe, Windkraft und fliegender Postkuh bereits zugestellt. Kann man nur hoffen, dass Seelenhund Aaron, über dessen Verlust Fritz Wepper bitterste Tränen vergossen hatte, den Postweg durch entschlossenen Zugriff unterbrochen hat. Wobei, wie wir die beiden Brüder kennen, würden sie diese Ehre und neue himmlische Aufgabe sogar von Herzen annehmen. War doch auf Erden ihr Herz schon so groß und voller Mitgefühl für andere. Wie sein Bruder Elmar hatte auch Fritz Wepper keine Angst vor dem Tod. Er hatte Gewissheit, was er so ausdrückte. Es spricht nichts gegen ein Weiterleben nach dem Tode. Ich habe ja auch Begegnungen mit meiner Mutter im Traum. Ich habe den Aaron im Traum erlebt. Er war bei mir und ich habe ihn so erlebt, wie er war. Das hat etwas Tröstliches, Hoffnungsvolles.
Dass ich irgendwann sterben werde, habe ich akzeptiert. Aber das Wie bereitet mir Sorgen. Niemand wünscht sich ein qualvolles Ende. Wie wir wissen, hat Fritz Wepper geliebt und umsorgt im Hospiz im Frieden sterben dürfen. Wir wissen sogar, wie er beerdigt werden will, in seinem schwarzen Kimono, in dem er immer meditierte. Dazu ein buddhistisches Armband mit hölzernen Perlen. Beides Symbole des Loslassens. Wir sind sicher, dass Fritz Wepper gut hat loslassen können. Und wir meinen, die Umarmung mit seinem furchtbar vermissten Bruder zu spüren. Hier auf dem kleinen Windtierfriedhof, dem Abfahrtsbahnhof der gemeinsamen himmlischen Brüderlockfahrt im grünen Krokodil.